Sue's back. So, ich habe mal ein bisschen leiser gemacht. Wenn ihr im Hintergrund etwas hört, das ist mein Sohnemann. Wir haben ja heute wieder Freitag. Und das heißt, es ist Zeit für Kreativ zu dritt. Wir haben ja unseren Namen geändert. Das haben wir ja auf Insta auch gesagt. Das liegt daran, weil, ja, wir hatten ja Kreativtrio, das gibt es aber leider schon. Am Ende hätten wir das sicherlich so lassen können. Ist aber doof und das wollten wir nicht. Und scheiße obendrein, ne? Also toll ist es nicht. Ja. Das böse S-Wort sagt man nicht. Ich habe mir heute etwas... Ach so, Thema ist Liebe liegt in der Luft. Also habe ich mir von Semifilm diese Stanze hier genommen, die übrigens sehr, sehr toll ist. Also ich liebe ihre Stanzen und so erschwinglich. Dann habe ich mir die Banner hier, die habe ich von meiner Melli bekommen im Tausch. Dann habe ich mir das Giant Outline Labia genommen. Und was ich ja schon vorher hatte, das sind neue Sachen hier alles, ist Lazy Heart Stickables. Das klingt immer alles so komisch, wenn man das ausspricht, ne? So. Da man ja immer zwei Sachen rausbekommt. Die Hintergründe habe ich vorbereitet, weil, also Leute, da sehen wir hätten Ostern noch da gesessen. Da kriegt ihr ja immer, also ihr stanzt das einmal in weiß aus und in einer anderen Farbe. Logisch, ihr kriegt zwei Karten raus. Dann habe ich mir den hier in Glitzer ausgestanzt. Das habe ich im Adventskalender gehabt von meiner lieben Franz, Hannan. Und das habe ich mir in... Ist das Creme? Nee, das ist Creme hier, der Hintergrund. Ist ja auch Schnurz und das ist weiß. Sieht man auch, es ist eine andere Farbe. Ja, und das nochmal in rosa. Also hier kriegt ihr ja auch dann immer quasi, wenn man das möchte, zwei raus. So habe ich das auch gemacht. Für eine Karte verwende ich... Also das ist meine Hauptkarte quasi und die mache ich trotzdem noch nebenbei. Also habe ich dann heute zwei. Da nehme ich hier die zwei süßen Stinker und hier habe ich mir gedacht, kommt ein Banner drunter. Ja. So habe ich mir das gedacht. Das sieht heute nach nicht viel aus, aber ja, die Vorbereitungen, das ist alles viel zu lang, wenn ich das mit euch machen würde. Finde ich. Oh Leute, ich habe mir eine weggeholt, das sage ich euch. Also ich nicht Erkältung, sondern ich habe mit dem Ischiasnerv schon immer Probleme. Und mein kleinster Sohn, die anderen drei muss ich ja nicht mehr rumtragen. Und mein kleinster, quasi der vierte, der ist sehr groß gewesen. Auch schon in der Schwangerschaft war der sehr groß. Wo die Ärzte nicht wussten, warum, ist aber kerngesund. Ich bin ja immer so, die Mutter Natur, die macht halt eben manchmal Dinge, die muss man sich nicht erklären. Es ist einfach so, ne? Es war nichts Schlimmes. Die Ärzte machen da immer ein Tram-Tram und oh mein Gott, und der ist viel zu schwer und sie haben bestimmt Zucker. Nein, ich habe keinen Zucker gehabt. Ich hatte vorher keinen Zucker. Ich habe in der Schwangerschaft keinen entwickelt. Das kann alles passieren. Ja, hatte ich aber nicht. Er ist einfach zu groß gewesen. Also groß gewesen, nicht zu groß, groß gewesen. Und er wiegt mit seinen über 8 Monaten über 11 Kilo. Wenn ihr ihn sehen würdet, der ist nicht dick. Der sieht nicht dick aus. Der ist aber groß, ne? Und halt eben auch dadurch schwer. Also er ist kein
zartes Kind, sagen wir es mal so, aber er ist auch nicht fett, ne? Und wenn ich ihn dann hochnehme, ich habe mir jetzt, ich weiß nicht, wie alt war er da, 2 Monate, da habe ich mir das erste Mal eine weggeholt, da habe ich ihn vorne in der Trage gehabt. Und ja, jetzt nochmal, ne? Ich habe zu meinem Mann gesagt, also ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, ne? Ich kann den nicht mehr tragen, aber ich muss ihn ja tragen, geht ja nicht anders. Kann ja nicht sagen, ey, ruhig mal, Kollege, sieh zu, wie du hier von A nach B kommst. Der krabbelt noch nicht gar nichts. Klar, der ist gerade erst mal über 8 Monate. Ach, Leute. Ja, da habe ich mir eine weggeholt. Wo ich mir auch dachte, super. Und ich wärme schon. Ich habe Annika-Creme drauf gemacht. Aber irgendwie will es nicht so helfen. Nee, warte mal, das ist, glaube ich, falsch rum, oder? Ah, das. Nee, ist richtig rum gewesen. Ja, Schmerztabletten, da bin ich auch immer vorsichtig, ehe ich eine Schmerztablette nehme. Da muss wirklich die Kacke am Dampfen sein. Chemie im Körper finde ich nicht so gut, vor allem der Körper gewöhnt sich dran und ja, also da kann man immer nur raten, lass das, versuch das anders zu machen. Aber manchmal geht es nicht anders. Also bis jetzt habe ich noch keine Tablette genommen. Tja, unsere kleinen Wehwehchen, ne? Und da hat man dann noch das Haus hier zu putzen und ja, alles andere muss ja auch noch laufen. Ich sag immer wieder, wenn wir Mütter ausfallen, das ist einfach schlimm, ne? Das ist eine Katastrophe. Klar habe ich noch meinen Mann, aber der geht ja auch arbeiten. Dann bin ich ja tagsüber alleine, auch wenn die anderen in der Schule sind. Und in der Kita ist das, ja, trotzdem nicht ohne, wenn man krank ist. So, jetzt habe ich euch zugesäftelt hier mit meinem Problem. Da müsst ihr durch. So, ich habe, glaube ich, den E-Punkt hier weggedonnert. Übrigens ist der Kleber ganz toll. Da kommt zwar viel raus, aber falls jemand noch einen guten Kleber sucht, ich finde den wirklich toll. So, bald kommt mein Kolorationsvideo. Da freue ich mich schon drauf. Einen Moment mal bitte. So, ihr Lieben, ich bin wieder da. Meine Rolle ist nämlich alle gewesen. Ich wollte das ein bisschen erhöht aufkleben. Ja, und mein Hase, der hat Zähnchen bekommen. Also die sind mittlerweile durch. Aber da ist ja auch noch so ein bisschen nörgelig, was ich verstehen kann, das tut ja weh. Ja, und wenn es einem dann selber nicht gut geht, dann musst du gucken, wie du klarkommst.
In seiner Schaukel, da schläft er eigentlich immer gerne. Aber zur Zeit hat er auch ganz oft rumgemeckert. Ich freue mich schon auf nächste Woche Freitag. Da bin ich ja wieder dran mit Stamping Fairies. Ich habe mir da was ganz, ganz Tolles einfallen lassen. Ich hoffe, das gefällt euch. Und für, ja, das erzähle ich euch Sonntag. Das haue ich jetzt ja nicht mehr rein. Ich glaube, das macht man nicht. Also ich mache das auf jeden Fall nicht. Das ist zwar mein Kanal hier, aber weiß nicht, keine Ahnung. So. Ich dachte mir, ich mache jetzt hier auf die. Das ist natürlich eine schöne, schlichte Karte, ne? Aber ich finde die sehr, 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 sehr niedlich. Ich mache mir jetzt noch hier so ein bisschen Stickles drauf. Ich denke, ich lasse die so. Sehr, sehr süße Karte, wie ich finde. Hier ist jetzt wieder das Problem, das hier, hier drauf zu kriegen. Ich weiß, es hält wieder nicht. Also irgendwas auf Glitzerkarton zu kleben ist. Da hat man oftmals Probleme. Ihr könnt mir ja dann mal schreiben, welche ihr schöner findet. Das würde mich mal interessieren. Lass die andere mal hier so liegen. Auch die erhöhe ich mir. Ich glaube, ich muss da mal neue Batterien reinmachen in die Schaukel. Man hört es meistens dann immer an der Melodie, wenn die abkackt, aber. Ja, der ist mit seinen über 11 Kilo. Ich glaube, bis zu 15 Kilo geht das mit der Schaukel. Also steht auf jeden Fall drauf. Na, mal gucken, wie lange das noch gut geht. Wir werden sehen. Ich mache mal unter dem Banner hier. Wo soll jetzt hin? Ach, verflucht. Drei so eine Klebchen drunter.
Und schaut unbedingt mal bei meinen Kollegen vorbei. Schläft noch. Die machen auch ganz, ganz tolle Sachen. Schaut da unbedingt mal vorbei. Ja, ich weiß nicht, ich würde es vielleicht sogar. Warte mal. Ach ja, genau, hier wollte ich ja gar nichts reinmachen. Also hier mache ich kein Rosa rein, weil mir das nicht gefällt. Das passt überhaupt nicht. So, das war heute was Fixes. Ja, verzeiht mir. Ich weiß auch nicht, wie lange ich sitzen kann, denn ich, ja, ich weiß nicht, wie lange ich sitzen kann. Das ist am Basteltisch mit Rückenschmerzen ist immer nicht so toll. Mir gefallen sie trotzdem sehr, sehr gut, die beiden. Ich finde die Sets von Lawnform sehr, sehr schön. Damit lässt sich viel machen. Das ist quasi so ein Add-on-Set. Das hier war ja das Normale, ne, was ihr hier mit dem verbinden konntet. Und jetzt haben sie ja das hier noch rausgebracht. Ja, das könnt ihr zwar nur aufs Große machen. Hier konntet ihr ja alle drei bestücken. Und das nächste Mal werde ich mal ein Video zu dieser Stanze machen. Die habe ich nämlich auch noch nicht ausprobiert. So, ihr Lieben, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und wir sehen uns dann, denke ich, am Sonntag wieder. Tschüss!